Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. So, und damit herzlich willkommen bei einem weiteren Projekt hier auf dem Channel. Wir spielen Rise of the Tomb Raider. Ist schon ein bisschen länger draußen. Und ich wollte erst Teil 1 durchspielen. Die reden schon wieder. Verdammt. Nimm meine Hand. Ja. Ich finde das Buschmann wunderschön von der Grafik. Danke. Ich musste extra ein bisschen Hardware kaufen, um das Spiel bei mir spielbar zu machen. Oder so, dass wir es aufnehmen können. Nicht gut aus. Okay. Jetzt kommen wir schon mal selber ein bisschen laufen. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Ja. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Wie sieht das aus? Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, Ben Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Scheiße. Da bricht der halbe okay. Berg gerade weg. Hab den Halt verloren. Geht schon. Gut, dass wir diese Kletterachse dabei haben. Wir haben es fast abgeschmiert. Lara, bist du in Ordnung? Jonah! Ah, festhalten. Ich bin hier. Okay. Ich klettere runter und hol dich. Nein, das ist zu gefährlich. Ich kann zu springen. Rauf. Bist du sicher? Bleib einfach da. Erkletterbare Wände, das kennen wir alles noch aus dem Vorläufer. Oder Vorgänger. Puh. Oh. Mhm. Warum auch schwer, wenn es einfach gehen würde. So. Ich muss zugeben, das ist bereits die zweite Aufnahme, weil bei der ersten Aufnahme ist mir zwischendrin die Aufnahme abgekackt, ist zwischendurch Bildfehler aufgetaucht und naja, Abmischung war kacke. Jetzt machen wir das Ganze nochmal neu und zwar ordentlich. Aber springen und Jonah hat euch. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. So. Müssen wir wohl durch. Es regnet gerade zu viel. Das ist ein bisschen unpassend, aber okay. Ich spiele das Spiel nicht komplett blind. Ich habe schon bis zur Hälfte gespielt. Nicht schlecht. Aber ich will trotzdem nicht zu viel spoilern oder gar nicht spoilern. Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Pferdenleser gibt es Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Ganz schön windig hier oben. Was ein Ausblick. Allein deswegen wird es sich schon lohnen, da hoch zu klettern. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden.
Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los. Immer bereit und los. So, jetzt hier hoch. Du Scheiße, der ganze Pack stürzt gerade um uns rum ein. Das war knapp. Und hochspringen. Und darüber. Und da einhaken. So. So, 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 so. Da hab ich das halbe Eis weg. Ich schaffe das! Ne. Ach du Scheiße! Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe! Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich geb dir etwas Seil! Alter Falter, also diesen Sprung hätte ich mich aber auch nicht getraut. Unwetter. So, geschafft. Und wir sind oben. Wow. Wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Schon wieder. Wieder so ein mächtiger Sturm. Oh nein. Oh Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Ein Glück, dass wir bei ihm am Seil hängen, ey. Sonst wären wir jetzt Matsche. Ich zieh dich wieder rauf! Fahrt! Da! Da drüben! Schnell! Schnell mich zur anderen Seite! Okay, dann pendeln wir das. Spannend, der andere Teil fing auch mit so einer Pendel-Action an. Ah, das war zu früh. Nochmal. Und da haben. Nein, das. Doofes Eis. Muss das jetzt ausgerechnet jetzt brechen? Okay, und nochmal. Aber letztes Mal. Ist das tief. Sehr schön. Oh nein. Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Eine Lawine. Na, festhalten. Und weiter. Rüber. Bricht das alles zusammen. Hier läuft schon der halbe Berg weg. Seite kommt der Hunde weg. Aua. Komm, Ich bin halt. Ja, sehr schön. Puh. Beeilung. Ah, verdammt. Hat es nicht angenommen, dass ich mich einer einhaken wollte. Okay, nochmal.
Ein bisschen lange Ladescreens. Vielleicht muss ich da ein bisschen was rauscutten. Weiß ich noch nicht. Gucken, ob es überhand nimmt oder ob das jetzt nur vereinzelt ist. Okay, wir rutschen wieder. Jo. Das ging ganz gut und jetzt beeilen wir uns. Okay, das ging. Okay, und weiter. Oh Gott, hier bricht der ganze Berg noch weg. Los, lauf, 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 lauf! Lauf! Spring! Ach, das haben wir. Oh nein. Hat die Levin uns doch noch erwischt. Zwei Wochen zuvor. London, England. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub. Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber... nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff.
Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Anscheinend folgt Lara den Spuren ihres Vaters. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Kraft. Mit Kampfhubschraubern oder was? Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Oh Gott! Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit, shit! Ja gut, der bekommt was er verdient. Aua. Lara macht echt einen Faden mit, das ist unglaublich. Und wir scheinen jetzt auf jeden Fall... wir sind jetzt in Syrien. Das Spiel klingt ein bisschen wie eine kleine Welttournee. Wir waren gerade in Sibirien, jetzt sind wir in Syrien. Ja, gerade noch in London. Okay, dann ist machen. Okay. Au. Ja, Nordwestgrenze Syriens. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Was sieht sie aus, ey? Der ist schon wieder ordentlich kassiert. Das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Das ist aber nicht wie eine Oase hier oben aus. Oh, Wahnsinn, die ist gerade die Klippe runtergefallen und ist jetzt schon wieder fit. Um weiter zu klettern. Und irgendwie alle... Da ist auch das Wasser runter. Vielleicht doch eine Oase? Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Oh, hier ist Wasser. Und davon nicht zu wenig. Yay, ein Knicklicht. Ich mag die Dinger. Eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Okay. Das verlorene Grab. Erkunden Sie die Wandgemäldekammer. Achso. Genau, das ist das Wandgemälde. Okay, hier ist er. Da
Sowas wie Wunderheilung. Herznotizen erwähnen das auch. Wandgemälde. Lesen Sie Wandinschrift, um Ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Genau, wir müssen Sprache lernen oder verbessern, um andere Hinweise zu entschlüsseln. Das ist eine der Kernmechaniken des Spiels jetzt. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Ja, Trinity, und diesen Namen oder dieses Wort hatten wir ja schon im letzten Teil auf Yamatai erfahren, dass die auch irgendwas damit zu tun hatten. Armee, vermutlich die Russen. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Okay. Wir haben Griechisch Level 1. Dann können wir jetzt diesen Monolithen übersetzen. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist noch ein Wandgemälde. Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Und dieser Prophet sieht sehr, sehr deutlich nach Jesus aus, auch wenn das zeitlich nicht passen dürfte. Ein geheimer Eingang. Genau, den stemmen wir erstmal auf. Wow. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Mitten in der Wüste. So ein, ja, Tempel, würde ich schon fast sagen. Gut, dann wollen wir mal dahin. Oh. Sprung. Oh nein. Sie sind schon hier. Ich muss da rein. Okay, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Oh. Marode alte Bauwerke. Nee. Oh, sie fällt. Okay, zu spät. Autsch. Okay, nochmal die Szene. Und springen. Diesmal haben wir es geschafft. Nein. Ach, mein Gott. Bin ich gerade ungeschickt. Hier festhalten. So, so ist es richtig. Hier müssen wir hoch. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Okay, dann ist das hier wohl die geheime Oase, wie Laren vermutet hat. Ein Durchgang. Das würde alles passen. Na super. Jetzt geht dann noch das Licht aus. Ja, es ist nicht mehr ganz so spannend, wenn man es doch schon kannte. Aber beim ersten Mal habe ich mich gut erschreckt. Ach du Kacke, über diese Skorpione, ey.
Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Ja, eindeutig. Der Trinity Orden. Milde Gabe, suchen Sie in kleinen orangeschwammigen Behältern nach Belohnungen. Wir haben ein paar alte Münzen gefunden. Das ist doch ein Wandgemälde. Der Prophet, ermordet durch den Trinity Orden. Okay. Mein Sohn, der Trinity Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen. Bei einer Oase außerhalb Bereas. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Und schon wieder geht es um jemanden, der nicht sterben will. Ich meine, wir haben auf Yamatai auch schon so eine Person getroffen, und zwar die Sonnenkönigin. Aber die ist ja durch unser Zutun endgültig von uns gegangen. Zum Glück. Diese Rache. Okay. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, diese rachsüchtige Sturmhexe ist jetzt keine Gefahr mehr, zum Glück. Mhm. Sie sprengen sich den Weg frei. Okay. Okay, wir können da die Wand einschlagen, wir können da irgendwas runterholen. Und hier diese Wand öffnen. Ach, nicht mit der, mit der Taste. Und ich glaube, wir können hier drauf stehen, genau hier hochklettern. Okay, wir übersehen nichts. Und dann mal weiter. Nope, Rutschparty. Oh. Verstecken wir das Wasser. Na, öffnen wir mal diese Falle. Oh, schnell durch hier. Keine Lust hier zu trinken. Mitten in Syrien. In der Wüste. Fast wie ein schlechter Witz. Okay.